Hier ist nun meine Kritik zu einem Film, der am 15. Jänner 2015 in den deutschen und österreichischen Kinos startete, nämlich Unbroken von Angelina Jolie. Unbroken basiert auf einer wahren Geschichte und es geht um den Langstreckenläufer Louis Zamperini, der im Jahre 1936 als einer der jüngsten Teilnehmer bei den Olympischen Spielen in Berlin teilnahm, wo er zwar keine Medaille gewann, aber er belegte trotzdem einen der vorderen Plätze. Und 4 Jahre später will er erneut sein Glück probieren, jedoch werden aufgrund des Krieges die Olympischen Spiele in Tokio abgesagt und Zamperini zieht freiwillig als Bombenschütze in den Krieg. Nach einer Bruchlandung über den Pazifik können sich er und 2 andere Soldaten auf einem Floß retten und kämpfen daraufhin 47 Tage um ihr Überleben, bis sie von Japanern entdeckt und in ein Kriegsgefangenenlager gesteckt werden. Und wie das alles so aussieht, seht ihr im nun folgenden Trailer. Wie dunkel die Nacht oder trüb unsere Hoffnung auch ist. Fight auf 4 Uhr, tief. Auf Finsternis folgt immer das Licht. Willst du so weitermachen? Dann endest du als Penner auf der Straße. Trainiere. Streng dich mehr an als die anderen. Nur dann gewinnst du. Halte durch. Dann kommst du durch. Du kannst das, Lou. Du musst nur dran glauben. Pap tut es. Ma tut es. Und ich auch. Louis, ein Moment des Schmerzes. Für ein Leben voller Ruhm. Ja! Festhalten! Wir werden hier draußen sterben. Werden wir nicht! Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Wer ist der Olympiathlet? Sieh mich nicht an! Hallo Mutter und Vater. Hier spricht euer Louis. Ich bin in einem Kriegsgefangenenlager in Tokio. Ich kann das nicht sagen. Was da über Amerika steht, ist nicht wahr. Dieser Mann muss Respekt lernen. Jeder Gefangene wird es ihm beibringen. Warte! Schlag zu! Ich dachte immer, ich könnte alles. Dass ich besser wäre, als ich bin. Wer sagt, dass du es nicht bist? Wenn du mir hilfst, das zu überstehen, schwöre ich, ich widme dir mein ganzes Leben. Komm, Louis! Wenn ich durchhalte, komme ich durch. Unten bleiben. Wenn er es fallen lässt, es schießt ihn. Komm schon. Obwohl mir der Trailer zum Film überhaupt nicht gefallen hatte, gab es 3 Gründe, weshalb ich mir den Film trotzdem unbedingt im Kino anschauen wollte. Nämlich zum einen, dass ich sehen wollte, wie Angelina Jolie mit einem relativ hohen Budget in ihrer 2. Regiearbeit dealen wird. Habe ihr erstes Projekt in The Land of Blood and Honey leider nie gesehen. Weiters die Tatsache, dass die Coen-Brüder am Skript beteiligt waren. Und die sind in meinen Augen welche der besten Filmemacher unserer Zeit. Und der 3. Punkt, weshalb ich mir den Film anschauen wollte, ist, dass der japanische Popsänger Miyavi hier als Ken Watanabe in seiner ersten Filmrolle zu sehen war. Und taugt der Film was? Nein, leider ist es genau das geworden, was ich beim Trailer vermutete. 0815 Hollywood Patriotenkitsch. Zunächst mal zu den positiven Aspekten. Die schauspielerischen Leistungen sind insgesamt allesamt solide. Jack O'Connell war richtig, richtig gut. Man kaufte ihn anfangs diesen Typen, der unbedingt Gold gewinnen will bei den Olympischen Spielen und unbedingt groß rauskommen will als Läufer, wirklich ab. Und danach auch im Kriegsgefangenenlager dieses Leid. Das kauft man ihm wirklich alles ab. Wirklich tolle Performance, muss ich sagen. Der japanische Sänger Miyavi hingegen hat in meinen Augen keinen sonderlich guten Job abgeliefert. Zunächst mal war er absolut fehlgecastet für so eine brutale Persönlichkeit wie Motohiro Watanabe. Ich meine, er sieht allein vom Optischen viel zu feminin dafür aus. Ich werde nun ein Bild einblenden, wie er sonst bei seinen Konzerten und Videos ausschaut. Ja, wärt ihr auf die Idee gekommen, solch jemanden als einen brutalen Soldaten der japanischen Kriegsarmee zu casten? Ich meine, seine eigentliche Performance besteht eigentlich aus gerade mal 2 Gesichtern, einem gezwungen wirkend aggressiven Gesicht und dem bösartig lachenden Gesicht. War leider relativ schwach. Schade, mag eigentlich seine Musik und hätte mir eine bessere Performance erwartet.
Weil das positiv im Film anzumerken wäre aber, dass er wirklich super produziert wurde. Die Sets sahen super aus, der Ton war toll gemischt, die Bilder von Roger Deakins waren wunderschön fotografiert. Alles wirklich super produziert. Jedoch, was hat den Film für mich absolut kaputt gemacht? Einerseits Jolies inkompetente Regie. Sie weiß leider nicht, wie viel Zeit man einer Szene schenken sollte. Ich meine, die Szenen am Boot machen sehr viel Zeit im Film aus und man verwendete ganz oft dieses wiederkehrende Thema des Hais, der einfach ganz logisch, ohne dass ihn je jemand angegriffen hätte, des Öfteren ihr Boot angreift. Sehr logisch, Miss Jolie. Wer immer auf diese Idee kam, muss sich scheinbar wirklich sehr, sehr gut mit Haien auskennen. Jedoch vor allem gestört hat mich das Skript des Films und nach diesen Dialogen bin ich mir fast sicher, dass die Coen-Brüder kaum Einfluss aufs Drehbuch hatten, denn holy shit, das waren keine Coen-Dialoge. Es gibt zwei Aspekte am Skript, die mich unfassbar gestört haben. Einerseits diese ständige Moral, dass man alles schaffen kann, wenn man nur daran glaubt, was im Film ab und zu in den unpassendsten Sequenzen gesagt wird. Das hat einfach so gezwungen gewirkt und wurde andauernd wiederholt. Was mich aber am meisten am Skript gestört hat, ist aber, dass hier jeder einzelne US-Soldat als Held und Unschuldslamm dargestellt wurde, jedoch aber jeder einzelne Japaner im Film als Arschloch. Sorry, aber man hätte so viele Gelegenheiten im Film gehabt zu zeigen, hey, nicht alle US-Amerikaner waren Helden und nicht alle Japaner waren böse, was man beispielsweise in Fury, also Herz aus Stahl, tat. Da waren es zwar Deutsche und nicht Japaner, aber es gibt eine gewisse Szene in Fury, die klar und deutlich machte, hey, nicht jeder Deutsche war Nazi, sondern wurde einfach nur gezwungen, grausame Taten auszuführen. In Unbroken ist es leider extremst einseitig. Vor allem, ich habe mir dann noch im Internet eine Biografie von Louis Zamperini, der ja erst vor wenigen Monaten im Alter von 94 starb, durchgelesen und erfahren, dass nach seiner Entlassung aus dem Kriegsgefangenenlager er sogar zurück nach Japan ging und sich mit japanischen Offizieren versöhnte. Und wisst ihr was? Keine Erwähnung davon im Film. Nicht mal in den Endcredit-Tafeln, in denen wir, wie bei jedem Based on a True Story-Drama, lesen konnten, was nach dem Ganzen passierte. Aber nicht davon. Einfach nur total einseitig und irrelevant geschriebenes Skript, das für mich den ganzen Film kaputt machte. Der Film ist das, was man ein fehlgeschlagenes Oscar-Bait nennt. Bin so froh, dass die Academy nicht darauf angesprungen ist und der Film nur in ein paar technischen Kategorien nominiert wurde, in der es auch verdient hatte, aber in den Hauptkategorien blieb er zum Glück auf der Strecke. Insgesamt gebe ich dem Film noch aufgrund der soliden Schauspielleistung und den ganzen technischen Aspekten gerade so 5 von 10 möglichen Punkten, aber definitiv keine Empfehlung meinerseits. Das war meine Kritik zu Angelina Jolie's Unbroken. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. In Kürze kommt meine Kritik zu Wild, der große Trip.